euch nicht, ich hoffe, ihr seht mich, aber ich bin, glaube ich, breit genug dafür. Demokratie und Meinungsfreiheit ist keine Kuschelveranstaltung, sondern immer die Freiheit der Andersdenkenden. In diesem Sinne herzlich willkommen den Gegendemonstranten und den anderen, die hier auf dem Platz sind. Herzlich willkommen. Ich lese ganz kurz ein paar Sachen vor, die für unsere Veranstaltung wichtig sind. Etwas lauter wurde gesagt. Ja, hört man mich jetzt besser? Ja. Also. Leider sind wir 2017 die einzigen toleranten und freiheitlichen Kräfte in Deutschland und ich bin froh, dass ihr alle hier seid bei dem Wetter. Also erstmal herzlich willkommen. Erstens, auf dieser Veranstaltung ist generelles Alkoholverbot. Es werden keine Flaschen oder ähnlichen Gegenstände geduldet. Wenn ihr einen Pappbecher habt, ist überhaupt kein Problem, aber keine Flaschen in dem Sinne. Die Texte mitgeführter Transparente, Ansprachen, Sprechchöre, Druckschriften und sonstige Darstellungen dürfen keine Tatbestände strafrechtlicher Art beinhalten und nicht gegen presserechtliche Bestimmungen oder in verfassungsmäßige Ordnung verstoßen. Ordner und Teilnehmer dürfen keine Waffen oder sonstigen Gegenstände mitführen, die ihrer Art nach Verletzungen von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet sind, bestimmt sind. Es ist auch verboten, solche Gegenstände auf dem Weg zur Versammlung mitzuführen. Gemäß § 17a Absatz 2 Versammlungsgesetz ist es verboten, an öffentlichen Versammlungen und Aufzügen in einer Aufmachung, die geeignet und in Umständen darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, teilnehmen oder den Weg zu derartiger Veranstaltung in einer solchen Aufmachung zurückzulegen. In Klammern Vermummungsverbot. Ich lese das vor, weil sich eigentlich von uns niemand vermummt, immer nur von den Gegendemonstranten. Aber so wissen die, was im Gesetz steht. Bitte achtet auf eure Nachbarn. Es geht mir darum, dass wir das gerne friedlich wollen. Wir wollen keine Gewalt, wir wollen friedlich Kundgebung machen und wir wollen friedlich unsere Meinung äußern. So, jetzt wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich gebe ab an den René Springer. Das ist ja am Sonntag gewählter Direktkandidat für diesen Wahlkreis. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Potsdamer, hallo liebe Berliner, Sachsen-Anhaltiner, Thüringer und von wo ihr sonst noch herkommt. Und hallo lieber Live-Erik Holm, danke, dass du zu uns kommst und später auch noch sprechen wirst. Liebe Freunde, im Namen des Kreisverbands Potsdam, der Alternative für Deutschland, heiße ich euch herzlich willkommen. Und wir wissen alle, warum wir hier sind. Weil wir politische Ziele haben und diese politischen Ziele tragt ihr in euren Händen. Und ihr könnt sie hochhalten und sie zeigen, dass alle sie sehen, auch die linken Spinner da auf der Seite oder hinter uns. Das Einzige, was die an Politik zu bieten haben, ist Gebrüll, Getrommel und Gewalt. Und das ist nicht unsere Politik. Unsere Politik hat die Ziele Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Frieden und Sicherheit. Liebe Freunde, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges Panzer durch Deutschland rollen. Bis kurz vor die Westgrenzen Russlands. Eine ganze US-Panzerbrigade mit 4000 Mann unter Waffen, 2000 Kampfpanzern, Haubitzen und Militärtransportern. Es ist die größte Truppenbewegung seit Ende der Sowjetunion. Und, liebe Freunde, ich befürchte, es ist nicht nur ein Drohgebärde oder ein Säbelrasseln. Ich befürchte, es ist eine konkrete Kriegsvorbereitung. Das denke ich auch. Und ausgerechnet Deutschland wird zur Drehscheibe für diesen Wahnsinn von USA und NATO. Als ob wir in Deutschland nicht schon genügend Probleme hätten. Und ich nenne hier nur ein paar. Masseneinwanderung, Kriminalität, Verarmung, Finanzkrise, Terror und Gewalt, Staatsschulden, Bevölkerungsrückgang, staatlichen Kontrollverlust und einen kippenden Sozialstaat.
Nein. Auf Bitten der USA schicken Merkel und Verteidigungsministerin von der Leyen in den nächsten Tagen auch noch 500 deutsche Soldaten und 26 Kampfpanzer hinterher an die russische Grenze. Die Bundeskanzlerin und die Verteidigungsministerin haben wohl einmal mehr ihren Amtseid vergessen. Da steht nichts von Risiken eingehen und Russland provozieren. Da heißt es, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden werde. Aber nicht die USA ist das deutsche Volk. Und auch nicht die NATO und nicht die EU, sondern wir sind das deutsche Volk. Ja, wir sind das deutsche Volk. Und wir wollen keine Drohgebärde. Wir wollen kein Säbelrasseln. Und wir wollen keine Kriegsvorbereitungen. Polen und die baltischen Staaten fühlen sich durch Russland bedroht, heißt es. Bis heute dient die Annexion der Krim und die Separatisten in der Ostukraine als Beweis dafür, dass Putin ein Aggressor ist. Und die NATO und allem voran die USA sagen, man müsse Polen und das Baltikum nun vor den bösen Russen schützen. Den bösen Russen, die auf der Krim und in der Ostukraine das Völkerrecht verletzt haben. Aber, liebe Freunde, das sagen die USA, gerade die USA. Und da möchte ich mal auf einen anderen Bruch des Völkerrechts hinweisen. Gleich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, den Irakkrieg im Jahr 2003. Der amerikanische Angriff mit einer verlogenen Begründung auf einen anderen Staat hat den Nahen Osten in ein herrschaftsloses Schlachtfeld verwandelt, das auch die Weltmacht USA heute nicht mehr bändigen kann. Hunderttausende fliehen und irren dort umher, dort, wo einst die Staaten Irak und Syrien waren. Tausende werden umgebracht und manche nur deshalb, weil sie keinen Koranvers aufsagen können. Niemand weiß, wann das Morden endet. Und das alles, weil ein amerikanischer Präsident dort klar Schiff und eine Musterdemokratie errichten wollte. Wer das 21. Jahrhundert so begann und nun hilflos vor den Trümmern der eigenen Politik steht, der sollte sich hüten, Staaten in Gute und Böse einzuteilen. Aber kommen wir zurück zu den vermeintlich bösen Russen. Niemand hätte die russische Armee in den letzten 2 Jahren daran hindern können, nach Warschau, Tallinn, Riga oder Vilnius vorzustoßen. Aber sie tat es nicht. Und dass Putin bereit wäre, sich unmittelbar mit der NATO anzulegen, indem er NATO-Mitgliedstaaten angreift, dafür gibt es keinerlei Beweise und auch keine Hinweise. Selbst NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte kürzlich, Russland stelle keine unmittelbare Gefahr für Bündnispartner der NATO dar. Also auch nicht für die baltischen Staaten und auch nicht für Polen. Und doch schicken USA und NATO Truppen in den Osten, um NATO-Verbände zu unterstützen. Das, liebe Freunde, ist nichts anderes als Aggression. Eine Aggression der NATO und der USA. Und das ist nichts anderes als der Versuch, Russland zu demütigen. Und diese Demütigung, die begann schon vor vielen Jahren. Wir erinnern uns, bei der Wiedervereinigung, da hatte der Westen den Russen versprochen, die NATO werde an der Oder enden. Und wo ist die NATO heute? Fast an der russischen Grenze.
Nur Weißrussland und die Ukraine sind noch dazwischen. Das ist eine Demütigung. Und erinnern wir uns an das Jahr 2014. Erinnern wir uns, als Obama Russland als Regionalmacht verspottete. Das war eine Demütigung. Und genauso ist das mit den Wirtschaftssanktionen der EU, die gerade erst im Dezember wieder verlängert wurden. Auch mit der Stimme Merkels. Merkel muss weg! 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 Und jetzt rollen amerikanische Panzer durch Deutschland, um demnächst an der russischen Grenze auf- und abzufahren. Aber, und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, all diese Demütigungen haben Konsequenzen. Ein Volk, ein großes Volk wie das der Russen, das ausgestoßen, bestraft und verachtet um seine Existenz kämpfen muss, ist zu vielem fähig. Zu vielem, was nicht zum Charakter eines Volkes passt. Ja, ein gedemütigtes Volk ist nicht friedensfähig. Und der russische Nationalismus trägt solche Züge. Die Russen sagen sich doch heute, wir haben Hitler besiegt und Deutschland befreit. Und nun kreist man uns ein und bestraft uns wie Schuljungen, die Kreide gestohlen haben. Und dann sagen sich die Russen doch, wir sind und bleiben das russische Volk, dem Europa verdankt, dass es die Nazi-Herrschaft abschütteln konnte. Mit uns wird der Westen noch zu rechnen haben. Liebe Freunde, die Atmosphäre ist vergiftet. Und der Westen, allem voran USA, NATO, EU und Merkel, haben dazu beigetragen. Und das ist der Moment, um noch einmal zu sagen, dass diese unsägliche Kanzlerin weg muss. Aber wer nun aus dieser vergifteten Atmosphäre den Schluss zieht, man müsse Russland nun vollends isolieren, sich neue Sanktionen ausdenken, die Rüstung ankurbeln, die Ukraine in die NATO holen und Truppen an die russische Grenze auffahren, macht aus der Gefahr einer Katastrophe die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe. Denn es sagt doch den Russen jeden Tag mehr, dass ihre Empörung zu Recht besteht. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Das kann nicht im Interesse Deutschlands sein. Als Alternative für Deutschland sagen wir ganz klar, deutsche Außenpolitik muss sich an deutschen Interessen orientieren. Und das kann nicht in unserem Interesse sein, aus einem europäischen Hochmut heraus Russland zu demütigen. Es kann nicht in unserem Interesse sein, die amerikanische Geopolitik zu unterstützen und den Frieden in Europa zu gefährden. Und es kann nicht in unserem Interesse sein, der russischen Wirtschaft und auch unserer eigenen Wirtschaft durch unsinnige Sanktionen zu schaden. Nein, liebe Freunde, unser deutsches Interesse sieht anders aus. Wir wollen Russland auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen Russland so behandeln, wie wir behandelt werden wollen. Mit Respekt. Und wir wollen Russland in eine europäische Friedensordnung einbinden. Das im Übrigen würde auch den Polen nützen und den Balten, den Rumänen und den anderen Staaten, die sich von den Russen derzeit bedroht fühlen. Wir wollen Frieden und Stabilität in Europa und nicht nur dort, sondern natürlich auch hier bei uns in Deutschland. Und ich denke, wenn wir diesen Kurs fortsetzen, wenn wir es schaffen, Russland
in eine europäische Friedensordnung einzubinden. Dann werden es uns unsere Kinder, unsere Enkel und unsere Urenkel danken, wenn wir Russland den Platz in und für Europa anbieten. Und damit beende ich meinen Redebeitrag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Und ich übergebe jetzt an Leib Erik Holm. Ich habe es schon mal gesagt, ich freue mich sehr, dass er es zu uns geschafft hat. Und ich verrate vielleicht auch nicht zu viel, dass er selbst ein kleines Opfer gebracht hat. Denn sein kleiner Sohn war krank, ist gerade auf dem Weg der Besserung. Die Frau kümmert sich. Und Leif Erik Holm, herzlich willkommen. Guten Abend, liebe Potsdamer. Es war nicht ganz richtig, weil meine Frau liegt auch flach. Das ist das ganze Problem. Deswegen muss ich auch schnell wieder rüber nachher. Aber die Zeit nehmen wir uns. Ich freue mich, dass wir so viele hier sind auf dem Platz in Potsdam. Das ist ein gutes Zeichen, auch in guter Ausstattung. Und die wichtigsten Begriffe sind genannt. Freiheit, Demokratie. Das ist genau das, wofür die Alternative für Deutschland steht. Und ehrlich gesagt, störe ich mich gar nicht an den Trillerpfeifen dort hinten. Das zeigt uns allen nämlich, wie wichtig unsere Aufgabe ist, dass wir als AfD den Wind in diesem Land drehen, damit wieder jeder frei seine Meinung sagen kann, egal welche Meinung er hat. Wir haben schon, René Springer hat es getan, über die Sicherheitslage gesprochen. Übrigens bei der Gelegenheit, lieber René, Glückwunsch noch zur Wahl als Direktkandidat. Das ist Ihr Direktkandidat für Potsdam. Und ich finde, es ist ein ausgesprochen guter Kandidat. Wir arbeiten ja schon lange zusammen. René hat uns sehr geholfen beim Aufbau der AfD-Landtagsfraktion, hat uns da immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und uns sehr unterstützt. Dafür möchte ich auch nochmal herzlichen Dank sagen an dieser Stelle. Also mit René Glück auf im Bundestagswahlkampf. Ja, über die äußere Sicherheit haben wir gesprochen. Wie kommen wir zu meinem Thema? Das ist ja heute die innere Sicherheit. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Den Weg über Donald Trump, den nehmen wir vielleicht einmal ganz, ganz gerne. Denn der hat ja auch eins gesagt, abgesehen davon, dass er sich mit Putin endlich wieder vernünftig begegnen will und eine bessere Politik, eine Entspannungspolitik wieder mal, wenn man so will, einleiten möchte, was uns allen ja sehr am Herzen liegt. Er hat auch gesagt, Angela Merkel betreibt eine katastrophale Politik und das sehen wir ganz genauso. Wir haben ja alle gesehen, wohin diese Politik führt. Seit dem Herbst 2015, als Kanzlerin Merkel eigenmächtig entgegen der Rechtslage die Grenzen einfach geöffnet hat, Tür und Tor geöffnet hat für hunderttausende Migranten, die komischerweise alle keinen Pass hatten, die sich zu großen Teilen nicht mal registrieren haben lassen. Und sie hat damit ein riesengroßes Sicherheitsproblem für unser Land geschaffen. Und das, liebe Freunde, kann nicht sein, denn es ist die elementare Aufgabe eines Staates, für Sicherheit seiner Bürger zu sorgen und hier hat sie eklatant versagt. Und wir haben nun im letzten Jahr erlebt, wohin das führen kann, wenn man nicht weiß, wer in das Land kommt, wenn man keine Ahnung hat, wer hineinkommt und was diese Menschen hier vorhaben. Ja, da sind natürlich viele Menschen, die tatsächlich vor Bürgerkriegen geflohen sind. Aber es sind noch viel mehr Menschen, das zeigen die Zahlen, die einfach eine bessere Zukunft suchen, eine wirtschaftlich bessere Zukunft. Diese können wir aber nun mal nicht alle in Deutschland aufnehmen. Es sind aber eben auch viele gekommen, die hier dabei sind, um Unfrieden zu stiften in unserer Region, um eines Tages Europa übernehmen zu können und hier ihr Kalifat errichten zu können. Und das, liebe Freunde, müssen wir verhindern. Und durch diese Politik von Frau Merkel ist der Terror in Deutschland angekommen. Das muss man klar konstatieren.
In der letzten Sitzung des Landtages in Schwerin hat der Innenminister von der CDU behauptet, es gebe da gar keinen Zusammenhang zwischen der Migrationsbewegung und dem Terror. Und da sage ich, wie blind muss man eigentlich sein? Es ist so deutlich, Sie können jeden Pariser fragen, jeder weiß dort, woher die Attentäter von Paris kamen, nämlich über die österreichisch-deutsche Grenze, die hier nicht kontrolliert wurden und deshalb diesen Terror in Paris begehen konnten. Und auch wir haben das nun erleben müssen, in Würzburg, in Ansbach und zuletzt auf dramatische Weise in Berlin, kurz vor Weihnachten auf dem Breitscheidplatz. 12 Tote, 50 Verletzte. Und gedenken wir dieser Opfer? Viel haben wir ehrlich gesagt nicht erlebt. Und das ist ein Trauerspiel. Selbst Angehörige sagen, es ist unwürdig, wie der deutsche Staat hier handelt nach diesem Terrorangriff auf unser Land. Es ist unwürdig, dass der Toten kaum gedacht wird. Es ist unwürdig, dass die Medien uns keine Gesichter präsentieren, uns nicht zeigen, wer die Toten sind, was ihre Geschichte ist und wie die Angehörigen leiden müssen. Nach Paris haben wir fast alle Opfer kennengelernt, praktisch in den Medien. Sie wurden uns vorgestellt, damit wir die Empathie spüren, welches Leid die Terroristen ausgelöst haben. Nach dem Terror von Berlin, Fehlanzeige, nichts haben wir erlebt. Der Einzige, der wirklich gewürdigt wurde, war der polnische Lkw-Fahrer, aber auch nur in Polen, als er beerdigt wurde. Dort war der polnische Staatspräsident zu Gast. So stellt man sich das vor. Ein Land stellt sich hinter die Opfer. So muss es sein und das vermisse ich in diesem Land. Das geht einfach nicht. Und wir müssen heute reden über diesen Terror, der in unserem Land angekommen ist und wie wir damit umgehen. Und die Frage ist, ob wir damit richtig umgehen. Es gab vor einiger Zeit nach den Anschlägen von Berlin eine Grafik bei Facebook, die es sehr deutlich ausgesprochen hat und zwei Zeitungsschlagzeilen gegenübergestellt hat. Eine Schlagzeile von 1977, dem Terrorzeitalter der RAF. Da gab es eine Bildschlagzeile des Bundeskanzlers Helmut Schmidt damals, auf der stand, wir werden die Terroristen besiegen. Nach den Berliner Anschlägen gab es eine Schlagzeile vom Bundesinnenminister de Maizière in der Bild-Zeitung. Da stand drin, wir werden mit dem Terror leben müssen. Diese beiden Schlagzeilen zeigen die traurige Realität. Deutschland war mal ein wehrhafter Rechtsstaat und ist heute zu einer Lachnummer verkommen. Sehen wir es mal ganz genau an. Ungeschützte Grenzen, über eine halbe Million unregistrierte Migranten, Rechtsbrüche auch der Bundesregierung, ein de facto Bleiberecht auch für viele abgelehnte Asylbewerber. Wir erleben eine Beschwichtigungspolitik gegenüber den Predigern des Islamismus und Salafismus und wir erleben wehrlose Frauen, die sich zu Hunderten von angeblich Schutzsuchenden begrapschen lassen müssen. Das, Frau Merkel, ist der Zustand dieser Republik. Aber was sagt Frau Merkel in ihrer Neujahrsansprache? Unser Staat tut alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten. So viel Chuzpe muss man erstmal haben. Normalerweise würde diese Aussage unter Fake News laufen. Schauen wir uns doch mal den Fall des feigen Terroristen Amri an. Er spaziert ja in Italien, vorbestrafte Tunesier, ungehindert über die Grenze. Dann meldet er sich unter mindestens 14 Identitäten in verschiedenen Städten an, kann untertauchen, obwohl er als Gefährder gilt, kommt dann später in Abschiebehaft, muss daraus aber entlassen werden, weil Tunesien ihn nicht zurücknehmen möchte. Das, liebe Freunde, zeigt die ganze Hilflosigkeit der Behörden und einen atemberaubenden Kontrollverlust des deutschen Staates, der bis heute andauert. Wir, die Alternative für Deutschland, halten uns eher an Helmut Schmidt, der damals gesagt hat, wir werden die Terroristen besiegen. Ja, wir wollen die Terroristen besiegen. Dafür tritt die AfD auch bei der Bundestagswahl an, um endlich eine Änderung der Politik herbeizuführen. Denn diese Regierung, die will es offensichtlich nicht. Und
Dieser Politikwechsel heißt zweierlei. Außenpolitisch müssen wir endlich zum Realismus zurückkehren. Das hat auch René Springer schon gesagt. Die Einmischung in andere Länder mit dem Ziel des Regime-Changing ist gescheitert. Diese fixe Idee der US-Regierung ist eine der Ursachen für die Verwerfungen im Nahen Osten und in Nordafrika. Und zweitens wird es innenpolitisch höchste Zeit, dass der Schutz der Bürger wieder oberste Priorität hat. Und genau deshalb haben wir als AfD Mecklenburg-Vorpommern im Landtag in der Sondersitzung, die wir Kraft unserer Stärke mit einem Viertel der Abgeordneten einberufen konnten, ein 5-Punkte-Programm vorgeschlagen, das dafür sorgen könnte, dass wir endlich mehr Sicherheit bekommen, die wir so dringend brauchen. Und da heißt es in diesem 5-Punkte-Programm an allererster Stelle, und wie ich finde das Wichtigste, wir müssen erstmal das Leck stopfen, das Sicherheitsleck. Und das heißt, wir müssen endlich unsere Grenzen lückenlos sichern und kontrollieren. Wir müssen Merkels Scheunentore wieder dicht machen, um noch mehr Gewalt und Terror zu verhindern. Deswegen fordern wir flächendeckende Grenzkontrollen, nicht nur sporadisch und nicht nur in Bayern, sondern auch bei uns an der Grenze in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin dabei. Ganz wichtig ist auch, dass wir die Dublin-Regeln endlich wieder einhalten. Wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, der ist an der Grenze abzuweisen. Punkt. Wir müssen die Sicherheitsbehörden stärken im Land, liebe Freunde. Das bräuchten wir gar nicht, wenn wir die Grenzen nicht einfach so aufgemacht hätten, wie Frau Merkel es getan hätte. Wäre es gar nicht notwendig, aber jetzt brauchen wir mehr Polizei, eine Aufstockung der Landespolizei, natürlich auch hier in Brandenburg. Wir fordern das in Mecklenburg-Vorpommern. Das brauchen wir bundesweit. Wir brauchen mehr Mittel auch für den Verfassungsschutz, damit sie die Gefährder endlich lückenlos überwachen können. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Ausstattung verbessern und eine einheitliche Datenkommunikation zwischen Bund und Ländern erreichen. Und wir müssen auch für lückenlose Registrierung der Asylbewerber sorgen. Das heißt, auch die biometrischen Daten erheben, auch nachträglich von denen, die schon längst hier reingekommen sind und noch gar nicht registriert worden sind. Und, liebe Freunde, was ich gelesen habe, ist auch atemberaubend, dass diese Fingerabdrucknahme noch nicht mal verpflichtend ist. Man kann sich als Asylbewerber dem verweigern. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen lückenlos diese Fingerabdrücke von jedem Migranten nehmen. Der dritte Punkt. Wir müssen abgelehnte Asylbewerber endlich konsequent abschieben. Deshalb müssen wir darauf drängen, weitere Länder in die Liste sicherer Herkunftsstaaten aufzunehmen. Und wir müssen Druck aufbauen auf Länder, die sich einer Rücknahme ihrer Staatsbürger verweigern. Da muss dann eben auch die Entwicklungshilfe gestrichen werden. Und wir erwarten natürlich Rechtstreue von Asylbewerbern. Deshalb fordern wir eine Verschärfung der Rückführungsregeln bei Straftätern. Wer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, auch auf Bewährung, oder wer Wiederholungstäter ist, der verwirkt sein Recht auf Asyl und muss konsequent rückgeführt werden. Das Aufenthaltsrecht, vierter Punkt, ist zu verschärfen. Der Fall des Berliner Attentäters Amri hat gezeigt, dass Asylbewerber ohne echten Identitätsnachweis ein massives Sicherheitsrisiko darstellen können. Deshalb fordern wir, dass bereits hier lebende Asylbewerber, die keine Papiere vorweisen können, bis zur Klärung ihrer Identität in speziell gesicherten Asylheimen unterzubringen sind. Zudem wollen wir die doppelte Staatsbürgerschaft endlich wieder abschaffen, weil sie die Integration nämlich nicht erleichtert, sondern vielmehr erschwert. Zudem ist der Familiennachzug nur noch für die wenigen tatsächlich anerkannten Asylbewerber nach Artikel 16a Grundgesetz zuzulassen. Kriegsflüchtlinge und Subsidiärgeschützte, die ja sowieso eigentlich nur für eine gewisse Zeit hier bleiben dürfen, dürfen ihre Familien nicht nachziehen. Und Punkt 5 unseres 5-Punkte-Programms, der gewalttätige Islamismus muss stärker bekämpft werden.
Islamisten überziehen die ganze Welt mit Terror in dem Wahn, eines Tages ihr Kalifat errichten zu können. Das müssen wir endlich wirklich ernst nehmen. Zu viele Muslime lehnen unsere Gesellschaft ab. Mehr als die Hälfte hält die Scharia für wichtiger als den deutschen Rechtsstaat. Das zeigen seriöse Studien. Die Gleichberechtigung der und unsere Leitkultur zu akzeptieren. Wir brauchen endlich harte Maßnahmen gegenüber gewaltbereiten Islamisten. Dazu gehört auch eine Überwachung der Moscheen. Denn gerade sie sind die Orte, wo sich Muslime radikalisieren. Wir fordern, dass Moscheen, in denen nachweislich grundgesetzwidrige Meinungen gepredigt werden, durch die Behörden geschlossen werden. Und die Burka als Zeichen des radikalen Islams darf bei uns keinen Platz haben. Sie ist frauenfeindlich und sie stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Wir fordern auf, im Bundesrat auf ein Verbot der islamischen Vollverschleierung zu drängen. Liebe Freunde, die Merkel-Regierung hat mit der unverantwortlichen Grenzöffnung und ihrer traumtänzerischen alle Welt nach Deutschland Ideologie ein Sicherheitsrisiko für unser Land geschaffen. Das haben die Terroranschläge von Würzburg, Ansbach und Berlin ebenso bewiesen wie die tausenden sexuellen Übergriffe in Köln und anderen Städten. Wir aber sind nicht bereit, die Freiheit und unser friedliches Leben auf dem Altar der Multikulti-Welt zu opfern. Ein Land, in das jeder hineinmarschieren kann, wie es ihm gefällt, ist nicht unser Land. Deshalb müssen wir endlich unsere Grenze sichern, die Sicherheitsbehörden stärken, für konsequente Abschiebungen sorgen, ein strenges Aufenthaltsrecht schaffen und den Islamismus bekämpfen. Diese Politik müssen wir ändern. Und wir haben keine Hoffnung, dass diese Politik durch diese Bundesregierung geändert wird. Deshalb müssen wir Frau Merkel endlich aus dem Amt treiben. Genau das. Merkel und Gabriel und Maulheld Seehofer, sie alle gehören abgewählt am 24. September bei der Bundestagswahl. Wir, die Alternative für Deutschland, sind angetreten, um dann für Änderung zu sorgen in einem neuen Bundestag, der endlich wieder eine laute Stimme der Opposition hat. Und wir als Mecklenburg-Vorpommern haben dabei eine ganz besondere Aufgabe, denn wir müssen Angela Merkel aus ihrem Wahlkreis in Vorpommern vertreiben. Das ist unsere zusätzliche Aufgabe und das wollen wir erkämpfen. Das wird nicht einfach, aber bei der Politik sollte uns das auch gelingen. Und darüber werden wir morgen dann in Stralsund reden, wer möglicherweise der Kandidat in diesem Wahlkreis 15, einem wichtigen Wahlkreis, sein wird. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Liebe Potsdamer, ich wünsche uns allen, uns Nachbarn sozusagen, die Mecklenburg-Vorpommern und hier den Brandenburgern, einen wieder mal gelungenen gemeinsamen Wahlkampf, der ja bald schon in den Vorbereitungen zumindest losgeht. Die Brandenburger haben uns schon im Landtagswahlkampf sehr stark geholfen und diesmal halten wir uns gegenseitig sozusagen unter den Armen und treten gemeinsam an, um unser großes Ziel zu erreichen. Endlich eine neue, eine gute Politik für unser Land, für unser Deutschland. Vielen Dank. Liebe Freunde, danke. Ich hätte ganz gerne eine Bitte. Könnt ihr bitte alle Schilder mal hochhalten? Ein geiles blaues Blumenmeer. Es sieht so geil aus. Da wir ja, Moment Robert, da wir ja in 2017, also nicht nur noch die Bundestagswahl haben, sondern wir leben ja in einer fortschrittlichen Welt und wie ihr hören könnt, rechts und links und überall ist Toleranz ganz groß geschrieben.
Leider Gottes, ich bitte euch, wenn wir gleich fertig sind, dass ihr bitte über diese Galileestraße hier links abgeht. Das wäre wichtig, dass ihr bitte da langlauft. Wenn ihr Probleme habt, dann kommt ihr bitte zu dem Platz wieder zurück. Ja? So, dann möchte ich ganz gerne einige Veranstaltungen noch ankündigen. Am Samstag, den 21.01. Veranstaltung im, oh Gott, am Bismarckturm in Rathenow um 14 Uhr. Von der Jungen Alternative aus Brandenburg. Nächste Woche Mittwoch, da würden wir uns freuen, wenn ihr alle zum Merkel muss weg Mittwoch ans Kanzleramt kommt, um der Dame zu zeigen, dass sie endlich gehen kann. Genau. Wir müssen aber eins nicht, wir dürfen eins nicht vergessen, nicht nur Merkel muss weg, sondern die ganze Regierung. Und deswegen im September AfD wählen. Am 16.02. Am 16.02. in Finsterwalde, da ist eine Demonstration unseres Kreisverbandes Elsterwerder, und zwar aus dem einfachen Grund gegen Extremismus, und zwar gegen Extremismus jeder Art, ob das links ist, ob das rechts ist oder irgendwelche spinnernden religiösen Extremisten. Raus damit! Und jetzt gerne noch einmal in unserer eigenen Sache. Wir würden uns freuen, euch alle, wie ihr hier seid. Und beim nächsten Mal bringt jeder einen mit. Am 13.02. genau an der gleichen Stelle um 19 Uhr. Ich bedanke mich und wir singen jetzt zum Schluss noch die Nationalhymne. Ich bitte mal bitte die Leute hoch zum Singen. Zum Singen gehe ich runter, das kann ich nicht. Ausziehen, ausziehen, ausziehen.